Wir sind auf jeden Fall wieder zurück bei The Binding of Isaac Rebirth, meine lieben Freunde. Und, da gab's was. Da gab's was. Und zwar eine Sache, die ich euch jetzt mal ganz dringend erzählen werde. Und zwar, wartet mal kurz. Ich habe hier fast was vergessen. Ich muss es ich habe es zwar eigentlich auswendig im Kopf, aber ich will keine Scheiße erzählen. Deswegen rufe ich mir das lieber nochmal ganz schnell auf. Und zwar, meine lieben Freunde, ist ja etwas ganz Großartiges passiert, ja. Wir werden einen ganz normalen Run spielen. Da steht Winstreak minus 1. Die Leute auf YouTube werden sich vielleicht wundern, weil wir eine plus 9 Winstreak hatten. Ja, ich hatte am Wochenende ein wenig im Livestream gespielt und da haben wir einmal verloren. Und das habe ich nicht aufgenommen, weil keine Lust. Ich sehe gerade, mittlerweile haben wir hier mit Isaac alles fertig, mit Maggie alles fertig, mit Ken alles fertig, mit Judas fehlt uns noch der Boss Rush. Uns fehlt noch eine Menge mit Blue Baby. Und ich habe jetzt Bock auf Blue Baby. Wir machen einfach mal einen Blue Baby Run. Wir haben ungefähr seit Jahren keinen Blue Baby Run mehr gemacht. Ach so, jetzt habe ich mir nur eine Sache. Na gut, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen ungünstig. Weil ich gerade sehe, ich muss mir das mal ganz kurz woanders hinziehen, damit ich Chat und das lesen kann. Ich muss das eh nur ganz kurz ablesen, dann passt das. So, wir spielen mit Blue Baby. Ich habe ewig nicht mehr mit Blue Baby gespielt. Blue Baby hat nur Soul Hearts, kann keine roten Herzen aufnehmen. Das heißt, es wird ein Run, wo ich mich eigentlich richtig deftig konzentrieren muss. Denn ich darf mir keine Fehler erlauben mit dem guten Blue to the Baby. Aber das wird doch nichts. Wird schon nicht passieren. Denn, meine lieben Freunde, ich bin mega heiß, denn es ist tatsächlich soweit. Der Admiral Macmillan ist ausgerastet. Der hat es angekündigt. Wir sind natürlich gefühlt ein Monat nach Rebirth schon heiß gewesen auf die Tatsache, dass er gesagt hat, er wird ein DLC bzw. ein Add-on rausbringen, wobei es aber ein DLC sein wird und kein Add-on in dem Sinne. Also kein alleinstehendes Gesamtspiel dann, sondern halt eben nur so ein Add-on. Ein DLC halt natürlich. Und dieses Add-on, meine lieben Freunde, beziehungsweise dieser DLC, hat bereits einen Namen und tatsächlich schon eine Richtung, wann es denn erscheinen wird. Nämlich wird es Afterbirth heißen. Ooh, yeah. The Binding of Isaac Afterbirth wird es heißen. Und es ist bereits tatsächlich für, und jetzt haltet euch fest, für die, die es noch nicht wissen, denn ich finde es überragend. Oh, Rainbow Baby ist eigentlich okay. Ich finde es nämlich überragend. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass das so schnell schon kommt, denn ich war mir eigentlich sicher, dass es, aua, scheiße, nicht gut, nicht vor Ende dieses Jahres, beziehungsweise wenn überhaupt dieses Jahr noch rauskommt. Aber der Edmund, der hat richtig hart Bock. Der macht das noch diesen Sommer. Ja. Er hat angekündigt, dass The Binding of Isaac Afterbirth Mitte dieses Jahres erscheinen wird. Das ist ja wohl der Oberhammer. Hätte ich nie mit gerechnet. Gut. Es ist aber, es wird auch wahrscheinlich nicht so viel umfassen, wie vielleicht zuerst gesagt oder allgemein erwartet wird. Das kann schon durchaus sein. Deswegen habe ich auch nicht damit gerechnet, dass es so schnell kommt, denn ursprünglich war ja geplant, dass der DLC bzw. das Add-on einfach nochmal doppelt so groß wird wie Rebirth. Das wird es jetzt natürlich nicht. Deswegen ist es wahrscheinlich schon realisierbar, dass man Afterbirth diesen Sommer noch rausbringt. Und ganz ehrlich, das ist mir auch eigentlich ganz recht. Ja. Und ja, es wird schon eine Menge umfassen. Er hat ja viel mit der Community. Warte mal, wir sprengen das mal kurz. Er hat ja viel mit der Community gearbeitet, hat gefragt, welche Challenges reinkommen sollen, welche. Verarschen? Welche Items reinkommen sollen. Und insgesamt wird er jetzt tatsächlich mit. Oh, mit dem kommenden Add-on, beziehungsweise mit dem kommenden DLC, über 100 neue Items im Spiel haben. Das heißt, aktuell haben wir 373, oder? Und dann werden es halt wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, dass es die 500 knacken wird. 500 Items mit nochmal neueren Kombinationen, Kreationen, hast du nicht gesehen. Das wird so dermaßen übel. Das geht auf keine Kuhhaut. Ich bin so heiß und es wird diesen Sommer schon sein.
Wer weiß, vielleicht sind das nur noch 4-5 Monate oder so. Das muss man sich mal... Scheiße. Muss man sich mal geben. Geil! Pentagramm zum Start ist super. Oh, das ist so nice. Und nicht nur 100 neue Items, nein. Ein völlig neuer Spielmodus. Ich weiß nicht, was man sich darunter vorstellen kann. Aber er wird einen komplett neuen Spielmodus in The Binding of Isaac integrieren, der komplett anders ist. Also der dich Isaac komplett anders spielen lässt, als Isaac eigentlich ist. Keine Ahnung, was er damit meint, was er uns damit sagen will. Da bin ich schon ziemlich gespannt drauf. Und nicht nur das natürlich, es wird 10 neue Challenges geben. Ein paar hat er schon vorgestellt, wobei er aber gesagt hat, dass es auf jeden Fall nicht zwingend ist, dass auch diese dann im DLC landen. Zum Beispiel eine Challenge, die mir jetzt gerade einfallen würde aus dem Kopf, die ich persönlich auch sehr interessant und eigentlich ziemlich krass finde. Und zwar eine Challenge, wo das Spiel doppelt so schnell abläuft. Also quasi so ähnlich wie die Stopwatch, nur nicht verlangsamt, sondern doppelt so schnell. Das finde ich richtig krass. Das macht mir richtig, richtig Sorgen, denn das Spiel doppelt so schnell, ey, da wird es so ein paar Gegner geben, alleine so, boah, ich weiß nicht, alles, was mit Brimstone zu tun hat, wird dann tödlich, glaube ich. Und das wird schon sehr interessant. Und auf jeden Fall noch eine andere. 10 neue Challenges ist jetzt nicht überkrass viel. Ja, mal sehen, da kann vielleicht die Community wieder ein bisschen was machen. So wie in der Savior-Mod, die wir gespielt haben, da hatten wir auch 20 neue Challenges. Mal sehen, was da so geht. Wir gucken hier mal rein. Ich finde nämlich ein Soul hat und auch die Black Candle ist nicht schlecht. Auch da sollten wir mal uns überlegen, da vielleicht was zu machen. Gucken wir mal. Rusted Key, das ist gar... Na, ich weiß nicht. Rusted Key ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber ich glaube, ich bleibe beim Cash. Bleib beim Cash. Doppelt so schnelle Masken, ja, da will ich gar nicht dran denken, ey. Da will ich gar nicht dran denken, hör mir auf, du. Ja, und dann wird es, wie versprochen, neue Transformationen geben. Ich gehe mal schwer davon aus, dass wir eine Bob-Transformation kriegen und eine Cricket-Formation. Warum eigentlich schon wieder dieser Raum? Da gehe ich mal schwer davon aus, dass es dazu kommen wird. Da sind ja die Items eigentlich gefühlt schon da. Aber noch ein Cricket-Item einfach. Was weiß ich, Cricket's Tail oder auch irgendein Halsband. Irgendwie sowas, ich weiß es nicht, da lassen wir uns einfach mal überraschen. Und neben den ganzen genannten Sachen gibt es natürlich noch eine Menge obendrauf. Es gibt ein neues alternatives Ende. Es wird komplett neue Endbosse geben. Da bin ich mal gespannt drauf, was man sich darunter vorstellen kann. Keine Ahnung. Dann wird es... Ich versuche gerade, es mir in den Kopf zu rufen, ohne dass ich es ablesen muss. Es wird einen neuen Char geben. Einen neuen Char wird es geben für das DLC. Crickets bauen ist eine nette Idee. Hundeknochen. Eine coole Idee. Auf jeden Fall neue. Es wird neue Endings geben. Wahrscheinlich wird das dann auch zusammenhängen mit den neuen Endbossen, die es geben wird. Und wo wir gerade von Cricket reden, nach dem Pentagramm kommt das nächste Damage Upgrade, nämlich Crickets Head. Nice. Es wird alternative Räume geben. Auch hier weiß man natürlich noch nicht, was man sich darunter vorstellen kann. Vielleicht so eine Art Richtung, wie es bei der Savior Mod war, weiß ich nicht. Mal gucken. Wäre auch möglich. Ich denke mal, wir können jetzt direkt zum Boss gehen, ne? Ob das DLC für die PS4 erscheinen wird, hat er bisher noch nicht angekündigt. Ich gehe mal davon aus, aber 100% wäre ich mir nicht sicher, nachdem die das Ding ja noch nicht mal patchen. Es wird neue Koop-Babys geben, für alle, die das interessiert. Die ein bisschen Koop spielen, die werden sich vielleicht über neue Babys freuen, wer weiß das schon. Auch wenn die nie wirklich einen großen Effekt hatten. Oh, das ist eigentlich schon ganz gut, die Tränen sind für den Start eigentlich schon ganz lecker. Den Belt nehme ich mit, aber Devil Deal wird wahrscheinlich eh nichts Gutes sein. Ja, Kisten ist das Beste, was ich hätte haben können.
Denn dann ist auch die Chance, wobei wir das Pentagramm zwar haben, aber es ist trotzdem nicht unmöglich, dass wir Devil Angel Deals kriegen. Oh, hübsch, oh, hübsch, oh, hübsch, oh, hübsch. Da werden wir im Shop mal noch gucken. Okay. Aber ich gehe mal davon aus, dass das DLC für die PlayStation kommen wird, weil das wäre ja verlorenes Geld, ne? Da war Shop, ne? Ja. Es wird natürlich neue Item-Pickups geben, Cards, Pillen etc. Da wird er sich natürlich auch nicht lumpen lassen. Es wird unfassbar viele neue Achievements geben, vor allem Achievements im Hard-Mode, weil wir wissen ja, im Hard-Mode gab es bisher eigentlich nur Achievements, wenn man Moms Heart getötet hat, beziehungsweise It Lives. Es gibt gar keine Achievements für zum Beispiel Blue Baby töten auf Hardcore oder The Lamb auf Hardcore. Gibt es gar keine Achievements? Ich denke mal, dass es da wohl dann eine ganze Reihe von neuen Achievements geben wird und bestimmt auch noch viele, viele, viele weitere. Insgesamt hat er gesagt, wird das neue DLC wahrscheinlich nochmal, je nachdem wie gut man spielt, 100 bis 200 Stunden neue Spielzeit ermöglichen. Das heißt für mich, ja gut, ich spiele ja sowieso unendlich lang, von dem ist es wurscht. Aber auf jeden Fall viele, viele neue Möglichkeiten, worauf, oh, die Zecke. Nicht uninteressant. Ich freue mich sehr über diese Ankündigung. Ich hätte es nicht gedacht. Ich guck mal, ob es noch irgendwas gibt. New Alternative Final Chapter. Final Bosses, Final Tons of New Bosses and Enemies. Also richtig viele neue Gegner auch. Und mehr. Mehr hat er nicht gesagt. Da wird er wohl jetzt auch nicht alles verraten direkt, was er machen wird. Ich bin mega surprised und mega glücklich, dass es tatsächlich schon diesen Sommer erscheinen soll. Das ist einfach so übertrieben geil. Und das heißt, wir können jetzt hier noch mit Freude ein bisschen The Binding of Isaac spielen. Gucken, werden uns bei der Stange halten mit irgendwelchen Mods, die es geben wird, die noch erfunden werden. Und dann wird es mit Afterbirth im Sommer auch schon heiß hergehen. RoboBaby 2.0, naja, ist okay, geht eigentlich. Aber alles in allem eine tolle Ankündigung, die einen wirklich zu erfreuen hat. Also, das waren meine kurze Ankündigung zu The Binding of Isaac Afterbirth. Wir spielen hier immer noch mit Blue Baby. Bisher geht's eigentlich. Könnte man eigentlich direkt reingucken, oder? Schauen wir mal. Da, maiaiai, macht eigentlich das Robo-Baby gut Schaden, oder? Ich müsste doch Robo-Baby einfach nur hier parken, oder? Na, da konzentriere ich mich aber nicht auf meinen Char, das ist immer kacke. Na, das Schlimmste haben wir eh schon geschafft. Wow. Sagte er und rannte fast in die Suppe. Wie viel Afterbirth kosten wird, ist bisher noch nicht geklärt. Keep with me, das ist klar. Und ja, das, ob sich das lohnt, für irgendwas, was ich nicht kenne, 3 Herzen hergeben. Freunde, no way. Keine Chance, mache ich nicht. Das werde ich mir nicht erlauben. Wie viel kostet, ich meine, was wird es kosten? Wahrscheinlich ein 10er. Ganz ehrlich. Binding of Isaac Rebirth kostet aktuell 13 Euro. In irgendwelchen Sales kostet es nur 7 bis 8 Euro. Ich denke mal, dass der DLC nicht mehr als 9,99 € kosten wird. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und nachdem es ja doch nur ein DLC sein wird und kein richtiges Add-on, denke ich mal, wird, wenn das DLC wahrscheinlich, wovon ich schwer ausgehe, genauso gut ankommen wird wie Rebirth, dann wird Edmund bestimmt noch weiter arbeiten und dann bestimmt noch ein DLC rausbringen oder so. Denn so schnell wird es ja kein neues, an sich neues Rebirth, also Isaac geben. Warum auch? Was willst du an Isaac jetzt nochmal groß verändern? Er hatte mit Rebirth jetzt alles, was er wollte. Ui. Oh ja, das machen wir. Das sind 3 Soul Hearts auf jeden Fall wert, weil wir nämlich 2 wiederkriegen. Von dem her lohnt sich das in jedem Fall. Fliegen und das, oh, das ist riskant, aber mache ich. Denn das ist schon ziemlich gut. Und dann haben wir hier nichts. Ich weiß nicht, vielleicht kostet es auch nur ein 5er, weil es halt eben doch nur ein DLC ist und kein richtiges Add-on. Vielleicht.
Ich weiß es nicht. Es wird wohl darauf hinauslaufen, wie groß es letztendlich sein wird. Aber mal ganz ehrlich, wenn er wirklich, wenn das so ist, wie er sagt, und du wirst mit dem DLC nochmal 100 bis 200 frische Spielstunden kriegen, dann wird das ein 10er schon rechtfertigen. Aber ich denke mal, mir ist das sowieso egal, ich würde auch einen 20er hinblättern. Solange wir neuen Inhalt kriegen von einem der besten Spiele dieser Zeit, ist es das allemal wert. Und ich denke mal, wie gesagt, dass er dann noch weitere DLCs machen wird, weil ein neues Isaac, wie gesagt, ist ja dann lange nicht in Sicht. Macht ja auch keinen Sinn, von dem her, lass den Mann kreativ sich ausleben, lass die Community weiter zusammenarbeiten, lass einmal im Jahr ein DLC rausbringen, oder vielleicht sogar jedes halbe, wer weiß das schon. Und, hoho! Und Party! Jetzt geht's los! Und dann, meine lieben Freunde, geht es hier los, habe ich gesagt. Und wir kriegen ein Soulheart. Und wir können hier erstmal einen Haufen setzen und noch einen Haufen. Und weil wir so geil sind, scheißen wir überall hin. So, kurze Ansage hier. Gut, was ist hier eigentlich los? Der Wobbler, hier schon mal 5 Euro für Rebirth von mir. Ach, vielen Dank, Wobbler. Das ist sehr nett. Ach, ich freue mich da drauf. Ich dachte, ohne Witz, bis 2016 sehen wir definitiv nichts. Aber wenn er jetzt die DLC-Regel macht, dass er immer in kleinen Abständen, was ich persönlich sogar recht wirklich gut finde. Ich meine, ich hätte auch jetzt ein ganzes Jahr auf ein richtig fettes Add-on gewartet, das wirklich nochmal doppelt so groß ist wie Rebirth. Aber ich freue mich auch, wenn wir alle halbe Jahr eine kleine Erweiterung von 100 Items oder so kriegen. Allein die Möglichkeiten durch neue Items sind dann ja schon wieder schier unbegrenzt. Und das ist definitiv geil. Mein Gott, hab ich da Bock drauf. So. Und jetzt gehen wir zum Itemraum. Oder wir können überall durchschießen. Deswegen haben wir Spirit of the Night geholt. Und werden Wrath einfach töten. Das macht Sinn. So, oben bei der Itemraum. Da gucken wir mal rein. Scheißhaufen setzen bringt eh nichts. Und wir kriegen Isaac Tears. Naja, gut. Das ist besser als der Puphaufen. Müll da. Von dem wir nehmen mit. Schauen wir mal, was wir daraus machen können. Ist hier irgendwas Lukratives? Ja, eventuell ist es lukrativ. Gucken wir mal. Ja, nee, ist klar. Mega Fetti. Mega Fetti? Dein Ernst? Ich habe nicht mal Schlüssel. Boah, Mega Fetti ist aber schon hart unnötig, muss ich sagen. Boah, das Risiko. Ja, nimm mir die ganzen Kisten weg. Wer kommt dann noch? Jo, Mega Mo. Uiuiui, ist jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Aber wir schaffen es doch nicht, ohne Schaden zu nehmen. Screw you. Na klar. Fuck. Oh, da muss ich jetzt auf jeden Fall noch einen Schlüssel rauskriegen, sonst hat sich das gar nicht gelohnt. Ah, wir können ja fliegen. Das muss ich echt ausnutzen. Bitte spawnt irgendwo noch einen Schlüssel. Bitte, 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 bitte. Ansonsten ist das echt scheiße. Ja, nein. Nein. Fuck. Nein, wir kriegen keinen Schlüssel. Mist. Okay, das ist jetzt nicht so gut. Dann können wir mal gucken, ob wir eventuell hier den super Geheimraum finden. Seh. Okay, 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 okay. Schauen wir erstmal, was der Boss sagt. Ja, schau mal, was er das sagt. Das ist Hollow. Isaac Tears lohnt sich halt einfach echt nicht so. Find's so schwach, das Item. Außer du hast natürlich mega, 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 mega Tears. HP-Up ist auch nur ein Soulheart für uns, aber... Ach, da waren wir ja schon. Da haben wir ja die 2 Items rausgeholt. Scheiße, ich krieg die Kisten, die hat sich's eigentlich fast nicht gelohnt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Muss gerade mal was gucken, weil mir gerade was auffällt.
Einen Augenblick. Das weggemacht? War ich echt so doof? Warte mal. Weil das ist ja Quatsch hier. Da weiß ich gar nicht, warum ich das umgestellt habe. So. So. Einmal kurz umgestellt und dann geht das auch hier wieder vorwärts. Schauen wir noch ganz kurz, ob das hier wichtig ist. Ja, passt. Gut, machen wir weiter. Wir sind bei das 1. Ah, jetzt müsste ich noch durch die Gegner durchschießen, dann wäre das natürlich richtig lecker. Penetrative Shots wären sehr, sehr, sehr cool. Aber Schlüssel wäre auch geil. Wir haben hier einen Hard-Mode-Run. Und dann haben wir schon wieder gefühlt keine Schlüssel. Ach, ich muss das unbedingt ausnutzen, dass ich hier durch alles durchschießen kann. Das ist so easy dann. Luck up. Okay, solange wir keinen Bad Trip kriegen, ist das alles halb so wild. Okay. Da ist mein Schlüssel. Dann komme ich wenigstens hier mal irgendwo rein. Und es gibt ein Soul Heart obendrauf. Das finde ich attraktiv. Das finde ich definitiv attraktiv, meine Freunde. Und ich lese gerade, dass der Sir Maxwell 13 zum zweiten Mal in Folge subscribed hat. In diesem Sinne, Sir Maxwell, vielen Dank für 2 Monate Treue hier im Wolfpack. Und vielen Dank, dass du die Subscription am Leben erhältst. Und das hier weiter unterstützt. Vielen, vielen Dank dafür. Und weiter gibt's Schlüssel. Okay. Ich finde Isaac Stream so kacke eigentlich, weil du dann so lange auch nichts machen kannst. Ist euch mal aufgefallen? Wenn ich das drücke, das dauert so lange, bis ich dann wieder normal schießen kann. Richtig nervig. Also das lohnt sich nur, wenn du echt übertrieben krasse Tränen hast. Vorher eigentlich nicht. Na komm, hoch das Köpfchen. So Blue Baby Hardcore Runs sind immer etwas kritisch. Weil man halt wirklich keine Chance hat auf Herzen. 2 of Diamonds. Eigentlich gar nicht so kacke, denn... Oh, Sharp Pluck ist jetzt nicht so geil. Kann natürlich trotzdem viel kaufen. Ich guck mal noch, ich kläre mal die Ebene. Das lilane Feuer gibt genauso Soul Hearts wie die blauen Feuer, wenn man sie sprengt. Nur ist es da ein bisschen gefährlicher, weil die lila Flammen schießen, ähnlich wie das rote Feuer, nur mit Homing Shots und deswegen in der Tat sehr gefährlich. Isaacs Tränen sind im Endeffekt dasselbe wie Tammy's Head, nur dass Tammy's Head auf alle Tränen gilt, auch auf Brimstone, und Isaac Tears nicht. Selbst wenn du Brimstone hast, wird Isaac Tears nur Tears schießen und nicht den Brimstone. Das ist der Unterschied. Das ist auch gut so, denn du kannst Isaac Tears ja theoretisch unendlich oft in einem Raum nutzen. Da wäre das natürlich Quatsch, wenn das saugeil, Mann. Wenn das so übertrieben krass stacken würde. Oh, sowas ähnliches habe ich mir gehofft. Weil wenn ich jetzt hier noch ein paar Coins rauskloppe, dann kann ich mit 2 of Diamonds ordentlich Cash abräumen. Und hier nehme ich hier nur ein halbes Herz Schaden. Das heißt, ich werde da mal reingucken. Boah, was ist denn, wenn ich mit Blue Baby das nehme? Habe ich dann nur noch ein Soul Heart? Weil ein rotes Herz kann ich ja nicht kriegen. Auch nicht mit Blue Baby. Was? Ich habe, glaube ich, mit Blue Baby noch nie die Katze genommen. Doch, warte mal. Ich glaube, wenn ich mit Blue Baby die Katze nehme, dann habe ich zwar 9 Lives, aber nur noch 1 Soul Heart, oder? Ja, ja. Ich glaube, ich weiß das. Das war was. Das mache ich nicht.
Ich meine, mich erinnern zu können, dass ich das einmal hatte, dass ich das einmal aufgenommen hatte und dann nicht wusste, was passiert. Und dann so im Arsch war. Oh, das dürfte ordentlich Damage machen, dank Mr. Big. Oder Mr. Mega. Ich kann sie immer noch nicht auseinanderhalten. Ist ja auch wurscht. Ich hasse Isaac Tears. Echt jetzt. I can see forever. Damit kann ich was anfangen. Sind eventuell. Das machen wir einfach mal. Vielleicht kriege ich nämlich doch noch ein bisschen Coins raus. So viel Coins rauskriegen wie möglich mit der Two of Diamonds Karte. Dann können wir ordentlich shoppen gehen. Können natürlich auch im Shop noch was sprengen. Um dann extrem viele Münzen zu generieren. Aber ich glaube nicht, dass sich das lohnen wird, wenn wir jetzt schon in Devs 1 sind. Ich denke mal, dass ich mit dem Geld locker auskommen werde. Vielleicht haben wir hier noch welche. Mystery Sack. Okay. Und da kommt nochmal eine raus. Und oben schauen wir mal nochmal. Ah, Blue Baby wird auf 1 Solar zurückgesetzt. Ich meine, dass ich da eine ganz dunkle Erinnerung habe. Als ich das mal genommen habe. Schauen wir mal, wo wollte ich hin zum Shop, ne? Aber erst schaue ich mal kurz da runter. Ob hier eventuell der. Was ich auch mal machen könnte. Ich kann das mal sprengen. Vielleicht gibt es ja einen Soul Heart. Nope. Dann wird der supergeheime Raum hier sein, richtig? Ist ein Soul Heart extra? Was soll's? Schau mal, 60 Coins, das reicht allemal. Da muss ich nichts raussprengen. Kann ich alles kaufen. Da habe ich immer noch 33. Das sollte mehr als genügen. Da wollte ich gar nicht hin. Da liegt zwar noch ein Coin, aber das ist mir jetzt auch wurscht. Dann sieht das mit der Ebene eigentlich ganz in Ordnung aus. Und der Mensch tritt 2. Der ist auch wieder dabei. Vorsichtig. Ja, Schaden könnte noch ein bisschen besser werden, aber ansonsten alles in allem in Ordnung. So, was haben wir denn da jetzt? Ein HP, aber das heißt 2 Soul Hearts obendrauf. Das ist ja eigentlich völlig in Ordnung. Damit kann ich leben. Tipps für die Lost. Trainieren. So, ja, das wäre... Fuck. Das war der Moment, wo ich gerne die Black Candle mitgenommen hätte. Haben wir aber leider nicht. Egal, wir kommen hier schon aus. Das geht recht fix. Wir gehen erstmal nach links. Ah, es war gut, dass ich Spirit of the Night genommen habe. Ein geiles Item. Fliegen und durch alles durchschießen ist schon echt mega fett. Das ist die 3 Soul Hearts alle mal wert gewesen. Vor allem, weil wir ja eh schon wieder 9 haben. Stehen also alle mal relativ gut da. Mal kurz. Das hat sich eventuell nicht gelohnt. Nochmal Monstro. Okay. Naja, wenn er will. Wenn der Mensch Tritt 2 nichts gelernt hat, dann kann ihm auch nicht helfen. So, jetzt ist er auch noch gecharmt. Und dann ist er down. Wunderbar.
Es gibt auch eine deutsche Seite, die alle Isaac-Items erklären. Ja, die ganz normale Isaac-Wiki. Die gibt's auch auf Deutsch. Werde ich mir mal merken, auch wenn ich sehr wahrscheinlich das nicht brauchen werde. So. Gucken wir mal hier rüber. Ja, okay. Mittlerweile haben wir wieder ganz gut Schlüssel. Also in Ordnung. Das Rohbaby ist eigentlich schon fett, aber es ist halt immer doof, dass es immer entgegengesetzt das macht, was du tust. Nice. Alter, wir haben richtig viele Soul Hearts. Hermit, ab in Shop. Nämlich das und das. Ganz einfach. Wobei ich aber vor das Geld donaten werde. Alles andere ist mir nicht so wichtig. So viel wie geht. Kriegen wir das auf 500 wieder rauf. Ja, sieht gut aus. Das ist unser Space. Naja, okay. Wir werden dann bestimmt noch ein paar Münzen sammeln. Von dem her passt das. Das war unnötig. Da brauchen wir eigentlich nichts. Da brauchen wir deswegen nichts, weil wir schon Max Soul Hearts haben. Oh, okay, zwei Schlüssel vergeudet. Aber drauf geschissen. Da gibt's Schlimmeres. Eieiei. Und Krampus. Bitte mit Kohle. Wobei, dann kann ich... Krampus Head ist eigentlich auch okay, dann kann ich das Spice-Item gleich wieder wegwerfen. Upsa. Aber die Kohle ist eine geile Scheiße, weil jetzt machen wir dann ein bisschen mehr Damage. Okay. Wir können das hier mal spaßeshalber sprengen. Ich denke mal, dass dann hier drüben auf der rechten Seite der Boss sein wird. Ach, durch den Mystery Sack kriegen wir jetzt so viele Schlüssel. Das erklärt natürlich einiges. Hier werden wir mal mit der Bombe ein bisschen nachhelfen, damit wir hier ein bisschen fix vorwärts kommen. Explosive Shots, Toxic Splash Damage, das meinte ich natürlich. Damit kann ich eigentlich auch ganz gut arbeiten. Das ist nochmal ein extra Schaden. Und da gibt es ein paar Bomben for free. Und dann sind wir schon bei Mama. Und dann passt es eigentlich. Oh ja. Ich will unbedingt mit den Bomben arbeiten, weil wenn man schon mal so große hat... Oh shit, machen die Bomben viel Schaden. Oh ja, die machen Schaden, ey. So, wir gehen Richtung Isaac. Da waren wir schon drin. Und damit geht's weiter für uns. Das ist doch in Ordnung. Kohle ist ein Damage-Up. Ja, selbstverständlich, weil je weiter du die mit der Kohle schießt, desto mehr Damage machst du. Und deswegen ist das ein Damage-Upgrade. Ganz einfach. Und Greed. Das ist gut, dass du hier Coins fallen lässt. Dann kann ich mein Space-Item nämlich nutzen. Also ich möchte mal behaupten, das dürfte ein Sieg werden. Den will ich definitiv nicht. So, das nehmen wir auf, auch wenn es eigentlich gar nicht nötig ist. Oh, das war fies. Da haben sie mich ein bisschen eingekreist. Das war fies. Okay. Hier muss ich ja auch nur durchnutzen, dass... Wie gesagt, ich muss das nutzen, dass ich überall sprengen, schießen kann. Das ist so super.
Das war klasse in Kombination mit dem Robo-Baby. Genau, du haust mal ab. Ach, komm, das machen wir. Für nix. Super. Für nix außer einen Lebensverlust. Ah, da kann man ein bisschen Geld investieren. Treasure Map nehme ich ja aber mal sowas von gerne mit. Na hallo. Gerne, gerne, gerne. Gut, das war zu erwarten, dass es dann nicht weitergeht. Aber ich wollte einfach mal ein bisschen Raum clearen. Weil eigentlich gefällt mir der Run bisher ganz gut. Für einen Blue Baby Run ist der eigentlich recht hübsch. Damage ist in Ordnung. Kann man sich schon geben. Ein bisschen das Robo-Baby weghitten. Hier musst du sowieso nur in der Mitte stehen bleiben. Also hier einmal dieser Felder und dann kann hier gar nichts passieren. Oder wir machen das einfach ganz clever. Und beschleunigen das mit dem Bombenschaden. Ja, höchstwahrscheinlich lohnt sich das auch wieder nicht, oder? Na ja, komm, was soll's. Wir trauen uns, wir haben ja keinen Schiss vor irgendwas. Die Zeiten sind vorbei. Wenn ich bedenkt habe, wenn ich zu alten Zeiten, oh, guck mal, sowas um jeden Preis vermieden habe, in solche Räume reinzugehen, weil die sich nicht lohnen, mache ich sie heute mittlerweile zum Fun. Einfach nur so, weil es Spaß macht. Das ist doch eigentlich ganz hübsch. Die Zeiten haben sich geändert. Ich bin ready für das neue TLC und das eigentlich ja schon seit Mitte Dezember, als wir Real Platinum God wurden. Sehr, 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 sehr schön ist das. Und Schaden ist in Ordnung. Gerade, wie gesagt, wenn die Tiers weit fliegen, machen die durch die Kohle so einen guten Schaden. Das gefällt mir. So, 20 Coins ist ganz gut. Ich glaube, wie war das? Ich glaube, man braucht 65 Coins circa, um Blue Baby nur mit dem Space-Item zu töten. Das ist schon ziemlich krass eigentlich. Guck mal, was noch geht, Coin-technisch. Wie viel man da abzieht. Ja, hier mit den Bomben arbeiten ist eigentlich auch eine nette Idee. Macht überragenden Schaden. Gibt's wieder einen Cube. Wir kriegen nochmal einen Devil Deal. Und wir kriegen nur Kisten. Das ist vielleicht gar nicht so... Okay. Dreimal Trollbomben. Danke für nichts, Arschloch. Anti-Gravity mit Brimstone hatte ich noch gar nicht. Nein. Ich hab's aber, muss ich zugeben, auch vermieden. Weil ich, ehrlich gesagt, nicht so Fan von bin. Ich weiß, wie die Kombination aussieht und tölt mich nicht an. Es sei denn, ich habe Triple oder Triple Brimstone. Dann ist es ganz nett. Vorher aber eigentlich nicht. Okay, und Coins bitte. Wie verhält sich das mit Judas Tong eigentlich? Oh, ich wollte eigentlich die Zecke mitnehmen, die habe ich völlig vergessen. Wie verhält sich das eigentlich mit Judas Tong, wenn ich... Gut, jetzt ist eh schon egal, weil es kommen keine Deals mehr. Aber wie verhält sich das, wenn ich... Blue Baby bin und Devil Deals mit Judas Tong hole? Die kosten ja dann nicht nur ein Soul Heart, oder? Ich glaube, da ändert sich nichts. Das ist nur für, gilt nur für Red Hearts, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Wenn mich nicht alles täuscht. Ach komm, was soll's. Ah!
Abel. Wirklich? Ich krieg Abel. Völlig unnötig. So, mal kurz das Space-Item gezeigt für alle, die es nicht kennen. Oh, Schaden ist eigentlich völlig in Ordnung mittlerweile. Hier, nimm das. Das ist die Schuss eh schon wieder gegessen. Genau, Judas Tang hat keine Auswirkungen bei Blue Baby. Ja, genau so dachte ich mir das. Ups. Fast scheiße gebaut, aber in Ordnung. Gib mal 3 Bomben wieder. Wir gehen jetzt straight ahead zum Boss, weil es... Ups. Lohnt sich hier nicht noch lange rumzugeistern. Ich sollte jetzt auch ein bisschen aufpassen. Ich nehme schon wieder zu viel Schaden. Alles Reroll. Nee, mein nicht. Das Bild gefällt mir gut. Das Bild gefällt mir. Also, was soll ich jetzt aber echt vermeiden, Mann? Sowas sollte ich ein wenig vermeiden. Ja, ist okay. Oh. Gut, das passt. Und ab da. Ups, das war nicht geplant. Aber ich habe so viele Bomben, die kann man ruhig mal einsetzen. So. Wirklich? Und noch 6 Hearts. Ich baue schon wieder Scheiße. Ach du Schande, ist die riesig, die Cathedral. Ach du Schande. Oh, nein. Oh, fuck. Die haben Mommy-Shots. Oh, ich hab da... Hätte ich mal lieber nichts gesagt, ey. Nicht wegspringen, Mann. Oh, 2 Megafettis sind echt nicht gesund. Uah, scheiße. 6 Herzen nur. Das Bild gefällt mir. Nicht das Bild, der Bild. Mein Item-Bild gefällt mir. Nein. Warum ist Sandy Longlegs so weit da oben? Hör auf. Befürchtet, dass ich gleich ein bisschen Gebrauch von meinem Space-Item machen werde. Da gibt's, ein Zelda-Room. Ein Zelda-Egg. Jetzt wird's interessant. Ah, nur eine Kiste leider. Na, das war leider nicht so schön wie gewohnt. Was haben wir hier noch? Nein. Auch wenn es sehr, sehr verlockend ist. Nein. Ach, scheiße.
Nein. Oh, 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 oh. Nicht gut. What? Verarschen? Wo muss ich ihn da sprengen? Scheiße, jetzt habe ich keine Bomben mehr. Jetzt habe ich ja gar keine Bomben mehr. Mensch. Einmal der Fool. Ja, da habe ich eine Idee, was wir machen damit. Wir gehen hier mal rein. Kriegen Gimpy. Hier wird auch noch nicht gesprengt, ne? Ah, kriegen zwei Schlüssel, was uns nicht ganz so viel bringt. Wir haben schon genug für die Chest. Dazu sollten wir aber auch erstmal in die Chest kommen. Es würde eine Möglichkeit geben, dass ich rerolle, wenn ich den Blue Baby, den Isaac-Kampf jetzt ein bisschen vergeige. Vorher nicht. Der Schaden ist eigentlich in Ordnung. Okay, Gimpy hat zugeschlagen. Gimpy hat mir das verlorene Soul Heart direkt wiedergegeben. Danke dafür. Oh Mann! Komm Isaac, mach Feierabend. So, 5 Soul Hearts, beziehungsweise 6, das reicht mir. Wir gehen rein. Okay, mal sehen, was wir damit anfangen. Na. Vielleicht. Oh, das ist okay. Das ist scheiße. Okay. Denke, ich werde es nehmen. Oh. Aber da will ich eigentlich... Das ist so der Moment, wo ich auf Tastatur switche. Weil... Finger locker machen, weil ich da lieber mit Tastatur spiele, mit dem Bild. Ich habe ewig nicht mehr mit Tastatur gespielt, ich hoffe, ich kann es noch. Das liegt einfach daran, dass ich unglaublich schnell die Pfeiltasten erwische. Boah, ich hoffe, ich kann es. Oh, oh. So ein bisschen Angst, dass ich es nicht mehr kann. Mit Tastatur. Ich hab echt. Oh, 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 oh. Echt ewig nicht. Ewig nicht mehr mit Tastatur gespielt. Okay. Fuck. Oh, vielleicht war das keine gute Idee. Huch.
Oh oh. Jetzt habe ich aus Versehen einmal ein Koop-Baby gespawnt. Und weg damit. Oh 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 oh. So, iPhone Pilz ist nicht gut. Das haben wir auch nicht. Okay, schauen wir mal. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ich glaube, ich werde das in. Boah, man merkt's voll, ich hab ewig nicht mehr mit Tastatur gespielt. Scheiß, die wandern. Kann das sein, dass mein Koop-Baby immer noch da ist? Da gammelt es nämlich irgendwo. Ich will nicht. Nee, das ist mein anderes Baby. Warum gammelst du da hinten? Ich wechsle wieder. Das ist mir zu riskant. Sorry, ich musste mal gerade ein bisschen ausprobieren. Oh no. Oh oh. Das war knapp. Ich müsste alleine durch meine Coins Blue Baby schon ordentlich Schaden machen. Ich hasse diese Scheiße hier. Oha, holla die Waldfee. Wird wohl nach oben gehen, leider. Ich befürchte fast, dass die Chest ein wenig größer ausfallen wird. Und es spawnen keine Kisten. Oh, scheiße. Gib mir eine gute Karte. Judgment. Okay. Da gebe ich noch mal ein bisschen Cash her. Vielleicht geht da was Gutes. Alter, ich will eigentlich nicht jetzt meine ganzen Coins für dich verbraten. Für ein paar Schlüssel, die ich nicht brauche. Oh Gott, das werde ich noch bereuen, oder? Na, für ein Soul Heart. So much Coins. Oh, 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 oh. Oh. Okay. Ich muss mir jetzt schon noch ein bisschen zusammenreißen, da werde ich nicht drum rumkommen. Okay. Komm schon, da muss was Gutes rauskommen. Harlequin Baby. Naja, even more Babies. Okay, okay, okay. Nein, nein, nein. Fuck. Das habe ich nicht rechtzeitig wegschießen können. Scheiße, 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 scheiße. 5 Soul Hearts, okay. Und noch... Ah, nur noch 4. Boah. Okay, nur noch 4 Soul Hearts. Das ist nicht sehr geil. Ich hebe mir die Coin-Phase für die zweite Phase auf. Und dann werden wir sehen, was passiert. Vielleicht ist hier nochmal Balls of Steel dabei. Nope. Nein, das ist eigentlich nur Müll.
Okay, wird nicht einfach. Nein. Okay, es sollte gewonnen sein. Oh oh. Oh! Gott. Okay, es war knapper als gedacht. Aber mit Blue Baby abgeschlossen. Auch mal wieder eine schöne Sache. Ewig nicht mit Blue Baby gespielt. Wir holen den Victory. So nicht alles sollte eigentlich, so nicht anders sollte das eigentlich sein. Das freut mich. Blue Baby, du kleiner Süßer. Damit hatten wir bei dir auch eine Menge erledigt. Dann ist ja dieser verhinderte Lazarus. Mit der war im Übrigen auch der Grund, warum ich minus 1 Killstreak hatte. Dann fehlt eigentlich nur noch Blue Baby im Devil. Und dann dieser bekackte Lazarus. Da krieg ich das Kotzen, wenn ich nur an den Typen denke.